Hallo Freunde, ich wollte euch bei dem Audi gar kein Video machen. Der Besitzer hat gesagt, der ist so gut beieinander, braucht nur die Achsen nicht rosten und alles andere ist eh aus Alu. Ich muss euch das sagen, das ist ein Audi A6. Ich weiß jetzt das Baujahr nicht, aber er hat 180.000 Kilometer. Und er fährt im Tiroler Unterland. Und so schauen die Achsen aus. Es seien aber leider nicht nur die Achsen betroffen, wie der Besitzer meint, sondern auch die Karosserie ist schon sehr stark rostig. Die Achsen wäre ihm jetzt wie neu zaubern mit meiner Methode. Aber die Karosserie ist schon auch rostig, ja, da hat er sich getäuscht. Ist wirklich schlimm. Da sind so Plastikabdeckungen drauf. Das sind die, was da liegen. Und das sind wie Einkaufstaschen für Salzwasser und Schneematsch. Das bleibt dann da drin liegen, oder der Dreck bleibt da drin liegen und bleibt so lang feucht und nachher gammelt das komplett zusammen. Wie gesagt, das ist ein Audi A6, gell. Und wir haben auch eine Karosserie oft. Und zwar nicht nur hier, sondern überall. Aber er will nur die Achsen haben. Da zum Beispiel, der gammelt sie wohl aus. Ja. Und der Schrauben kann sicher sein, der soll die abreißen, gell, wenn ich die aufmachen möchte. Es gibt da ein Problem nach dem anderen. Ne? Ja, da, also da ist das super, gell, da gibt es gar nichts beim Federbohren. Aber oh, der Motorträger, der gammelt ihm durch, wenn er jetzt nichts tut, aber dafür ist er ja kein Mann. Für das ist er da. Kühlerträger, Ja. Entrost man mal. Jetzt haben wir den Schlamassel. Und das ist eine Warnung an alle, die was immer noch meinen, man braucht am Unterboden nichts machen. Der Achsenrost, das ist nur Kosmetik, das rostet nie durch. Der Audi A6 ist durchgerostet. Und zwar hier. Ja. Und auf der anderen Seite dasselbe. Und die Achsen, die weiß ich nicht, gell, weil das ist erstens verboten. Die muss er tauschen. Er muss den ganzen Querlenkreis tauschen. Ich möchte nicht wissen, was er da hinlegt. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Schrauben da jetzt abreißen. Mir sind nämlich die Schrauben abgerissen da vor dem Schutzschuh, gell, also. Na, vielleicht gehen sie ja auch. Aber ich mache jetzt da mal nicht weiter, weil ich nicht weiß, was er jetzt will, gell, der Besitzer. Aber da fallen mir immer die Kommentarschreiber rein, die was meinen, so ein Blödsinn, ne? Du hast eh Garantie. Das ist kein Blödsinn, was wir machen. Die Unterbodenschutze sind wichtig und notwendig. Wenn du im Salz fährst, dann gammelt das durch. Und nicht leider bei den billigen Autos, auch bei den teuren A6. Ja. Ja, ich werde jetzt den anrufen. Das ist jetzt unangenehm, aber was soll ich machen? Ja. Okay, der Besitzer sagt, ich soll das alles machen und die Querlenker lasst er dann tauschen.
Also werde ich vorne mal alles entrosten und einfetten, hinten entrosten und mit Rostenwandler behandeln. Und dann kommt er nochmal, wenn er die neuen Quellen gerade rein hat. Und das passt mir eh gut, weil ich mag das eh nicht machen. Das ist ein Rattenschwanz von Problemen, wenn du so rostige Quellen hinten tauschen musst. Ich habe auch kein Spezialwerkzeug für Audi und so. Die Simone weiß da sicher besser Bescheid für die 4x4 Freunde, wie man die Feder aus und einkriegt. Da habe ich auch keine Ahnung. Und die Schrauben machen wir auch, da irgendwie habe ich größten Respekt vor dir. Möchte ich nicht machen. Nein. Das sollen Profis machen, die sich da auskennen. Ich mache in Rost. Jetzt haben wir vorne entrosten und hinten auch natürlich. Dann einpinseln mit einem Rostumwandler. Vorne alles einfetten und wieder zusammenbauen. Und hinten da mal nur Rostumwandler. Und dann lasst ihr die Querlenker tauschen und dann kommt er nochmal wegen Seilfett. Da sieht man jetzt ziemlich gut einmal, ich habe da unten mit der Drahtbürste geschliffen und da oben mit dem Nadelentroster. Das glänzt so schwarz komisch, gell? Und das ist noch braun. Und das ist aber die bessere Entrostung wie das. Manchmal ist der Rost eben so unangenehm dick und die Drahtbürste schon so alt und nicht mehr so bissig. Und dann gibt's die schwarzen Verschmierungen und da kann der Rostumwandler nicht greifen. Da kann er super greifen, den Rost kann er gut sättigen und da nicht. Da kommt der Rost schneller wieder zurück als wieder. Da gehe ich jetzt nochmal mit dem Nadel ins Rost rein und dann schauen wir uns den Unterschied an. Sieht man vielleicht, wie das noch so schwarz glänzt und das matt ist. Und da kommt der Nadelentrost ein bisschen besser also rein, einfach aufs Eisen. Aber das heißt nicht, dass die Drahtbürste schlecht ist, sondern das sind nur so manche Situationen, manche Stellen. Und da muss man immer ein bisschen auf der Hut sein und schauen. Wenn man das eben sieht, dann muss man eben nochmal nachbürsten mit der Hand oder so. Oder mit dem Hammer mal klopfen, da kann auch sein, dass noch was abbröckelt. Oder mit dem Nadelentroster drüber gehen. Wirklich ein gutes Ding. Ja, so sieht man es eigentlich am besten ohne Licht, gell? Ja, das. Bei dem Gummilager ist der Metallring abgefault.
schon, ja. Wahnsinn. Ja. Wie schaut das da? Ah ja, da ist auch weg schon, ja. Da ist auch Rucksack. Der ganze Ring. Viel Korrosionsschaden am Audi A6. Also schon viel Rost bei so einem 2006er Audi A6. Aber der Nadelentrost ist nicht schuld, dass das alles hin ist. Oder hinten da bei den Löchern. Weil der ist eigentlich... Das kritzelt. Er tut super so hintrellern, hinhämmern, aber... Macht nichts kaputt. Das ist einfach... Der Rost ist schuld, der Rost ist schuld. Gehen wir mal einen Rost im Wandler. So, während das Seilfett jetzt da drüben erwärmt wird, schauen wir uns einmal das Ergebnis an vom Entrosten und Einstreichen. Es ist noch nicht ganz perfekt trocken, da muss ich noch ein bisschen warten. Ja. Dauert noch vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Das werden wir jetzt einfetten vorne, Bremse. Ja, es bleibt dabei, dass wir nur die Achsen machen, mit Ausnahme dieser Querlenker. Die lässt er natürlich erneuern. Man kann da wirklich, man darf da nicht spielen, weil da ist echt die Feder, was drauf drückt, gell? Die Feder, was da drauf drückt. Und wenn da eben das schon so geschwächt ist durch Rost, und der Rest ist auch schon sehr rostig, dann kann sich der Umfang verformen. Und wenn der dann mit 200 über die Autobahn ballert, dann braucht er die ganze Straße. Aber den Rest kann man einfetten. Also ich fette das nicht ein, weil wenn die Jungs da tauschen müssen, ich fette genau bis da her ein. Es ist ja, er will ja leider die Achsen. Das mache ich halt. Und vorne halt, ja, fertig.
Sie haben die Achsen eingefettet. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man dann bei den Achsen aufhören muss. Irgendwie. Aber ich tue an nichts einreden und vielleicht überlegt er sich ja noch, dann kann man den ganzen einfetten. Aber im Prinzip hat er ja recht. Er hat gesagt, das Auto ist nicht mehr, wert wie 4.000 Euro. Und beim TÜV haben sie ihm gesagt, er soll bei den Achsen was tun und alles andere passt, alles in Ordnung. Also auf dem TÜV ist er sauer. Aber mehr wie jetzt den Rost, den wir jetzt sehen, machen wir nicht. Er hat irgendwie recht. Ne? Und er ist voll enttäuscht und er kann auch nichts dafür. Gell? Also er wollte ja nur das tun, was der TÜV sagt. Und dass er mehr Rost hat, als wir jemals gedacht haben, ist ja sehr traurig jetzt. Aber wenn er wirklich nicht mehr wert ist wie 4.000, was soll ich machen? Gell? Nimmst halt wieder einen anderen. Was auch nicht. Ich tue auch niemandem was einreden, wahrscheinlich. Wenn er das so will, dann mach es so, fertig. Die Leute haben sich das schon überlegt. Ne? Und jetzt muss er hinten die Querlenker tauschen. Und dann kann er sich immer noch anders überlegen. Schauen wir uns mal an, wie die Achsen jetzt eingefettet sind. Das ist ganz interessant mit der Hockenpistole, wird es so gelblich. Und wenn es dann so ablüftet, wird es grünlich. Mit der anderen Pistole, mit der Billing, da ist das gleich grünlich, gell? Das ist echt interessant. Ist das irgendwer durch den anderen Druck oder so? Ich kann es auch nicht sagen. Gell. Ja, die Achsen sind eingefettet. Der Rost ist einmal gedämmt. Bis rauf zur Feder. Das Alu darf man nicht einfetten. Da die Roststelle. Da hat man die Pistole mal so komisch brutal gespuckt. Die ist einmal umgefallen, weil ich die Kamera umgestellt habe und dann ist so ein komischer Barz dahergekommen. Die Hakenpistole hat schon, ich ganz kenne mich nicht aus, aber sie funktioniert. Ja, und das lassen wir jetzt so, bis die Dinger da dann neu sein und dann machen wir den Rest, dann machen wir fertig. So schaut der Plan aus. Das lassen wir dabei so. Aber gegen vorher schaut das eh schon wieder cool aus. Ne? Der hat den einen Quellen gehabt, fährt der wieder super. Ein Kaffee um 4.000, glaube ich. Schauen wir mal. Da haben wir die Räder rauf und raus. Jetzt habe ich fertig, genau die. Jetzt mache ich noch eine Klimafüllung. Ja, aber es ist eigentlich nicht der einzige Querlenker, oder halt das Achsteil, das was es so durchrostet. Bei einer A6 habe ich das jetzt auch noch nie gehabt, aber so bei anderen Autos, speziell Japaner. Also haltet euch zurück mit den Kommentaren, die Japaner sind nichts besser. Bei den Achsteilen scheißt sich aber, schert sich keiner was, ne? Das ist leider Gottes so. Und VW, der letzte, der Sigma Golf da jetzt am Freitag, der hat wirklich eine Wachschicht oben, auch so Zucki manchmal. Ja, da zischt es. Es füllt. Also wirklich cool, also finde ich schon gut, dass die Hersteller da wieder was tun. Und sogar die Nobelmarken nicht so durchrosten. Das ist ungefähr das gleiche Baujahr wie mein T5. Der hat auch nach 9 Jahren am Motorträger das erste Rostloch gehabt. Das habe ich dann geflickt. Und ein Jahr später das zweite Rostloch. Das ist schlimm. Aber ich muss mich auch irgendwie bei euch entschuldigen, dass ich leider mal so Videos habe zum Auto einfetten. Aber es ist momentan einfach jetzt auch durch YouTube-Videos, speziell durch YouTube-Videos, weil die Leute da in der Gegend schauen, das habe ich gar nicht gewusst. Momentan ist das Einzige, was ich mache. Und das ist auch ein gutes Geld. Das sind zwar viele Stunden, aber ich mache das Auto immer fertig und kann dann am nächsten Tag wieder anmachen. Oder ich mache dann einmal einen Tag Pause, ja, das brauche ich auch. Und dann mache ich am übernächsten Tag wieder an. Aber im Prinzip habe ich jetzt einmal im November keinen Termin mehr und im Dezember gibt es wieder Termine. Weil ein paar sagen auch ab durch Corona, weil sie nicht in Quarantäne gehen wollen, ist auch klar. Und im Jänner mache ich einen Monat zu. Das ist ein Traum von mir, seit ich selbstständig bin, das sind jetzt 15 Jahre, dass ich mal im Jänner zu mache. In der kältesten Zeit im Jahr so einmal zu machen. Das war so toll, weil ich habe da keine Heizung, nichts. Ich habe da jetzt 15 Jahre lang gefroren. Erst jetzt durch meine Klimaheizung habe ich einen Platz zum Aufwärmen richtig. Aber
Das möchte ich mir heuer irgendwie erfüllen und deswegen habe ich auch einen Biss, dass ich das durchhalte und viel fest arbeite und fleißig bin. Aber was anderes, wenn ihr so Blecharbeiten sehen wollt, ich weiß jemand, der das gut macht, das ist der Ralf. Der hat einen Lessing-Kanal gegründet, ganz neu, das Bully Comeback. Comeback, Bully Comeback. Also der macht das wirklich toll und das letzte Video ist mit Unterstützung von Karl, den Rostermandler. Hallo Karl, auch sehr schön geworden. Also deine Videos sind sehr schön, Ralf, aber das letzte war wirklich besonders gut. Und er macht das auch wirklich sehr schön, ja, sehr genau. Er schneidet, er schaut zwar immer aus, als hätte jemand gerade eine Spritze verpasst oder so und die hat sehr weh getan. Ralf locker, immer eins nach dem anderen, das machst du schon. Also wenn ihr so Blecharbeiten sehen wollt und wie sich ein Bulli vom Schrott wieder bis zu einem schönen Bulli entwickelt, schaut mal rüber zum Ralf, zum Bulli-Comeback. Ich verlinke euch da. Verlinke euch den Kanal vom Ralf. Schaut mal rüber und abonniert ihn, der freut. Und ich mache dann nächste Woche weiter wieder mit Unterbodenschutz. Ich habe jetzt noch keinen Plan, was, aber nächste Woche habe ich vielleicht eine Rostreparatur zum Filmen. Muss man schauen, was das ist und wie die Dame da. Das wird wieder voll die Mucksarbeit, schätze ich, aber ich schaue mal, ob ich das hinkriege, dass ich das vielleicht filmen kann oder so. War cool. Und sonst gibt es halt wieder Unterbodenschutz. Also danke für eure Treue, fürs Reinklicken und so und immer so lange zuschauen. Ich habe voll die Gaudi mit dem Kanal und möchte es weitermachen. Das kann man dann schon wieder andere arbeiten, ich schwöre. Das war mir auch wichtig, dass ich mich da einmal entschuldige für die ganzen Unterbodenschutz. Aber ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, gell? Gut, das war's. Aha. Mal bei dem Vakuum gemacht werden. Danke fürs Reinklicken, habe ich schon gesagt und so. Ja, danke. Und wir sehen uns wieder nächsten Freitag. Danke, ciao.